Das Webcuts Filmfest gibt es schon seit 12 Jahren und ich freue mich sehr, dass ich hier zur 10. Preisverleihung mit dabei sein darf. Es begann alles 2001 als kleiner Szenen-Event, als es YouTube noch gar nicht gab und ist kontinuierlich gewachsen. Seit 4 Jahren ist es auch ein fester Bestandteil der Webinale, der holistischen Konferenz rund ums Web. I'm not the only kid who grew up this way. Surrounded by people who used to say that rhyme about sticks and stones. As if broken bones hurt more than the names we got called, and we got called them all. So we grew up believing no one would ever fall in love with us. That we'd be lonely forever. Webcuts 13 zeichnet wie die Jahre zuvor auch, also jetzt im 13. Jahr, die besten Internetfilme aus. Dabei haben wir verschiedene Kategorien. In diesem Jahr sind es 4 Stück. Best Animation, Best Collaborative Project, Berlin Award und es gab ein Online-Voting, wo also auf unserer Webseite jeder sich die Filme anschauen konnte und ganz individuell den besten voten durfte. And the winner is... Understand Music. Es gab wirklich sehr gute Filme dabei. Es waren natürlich ein, zwei, wo ich nicht unbedingt gemocht habe, aber waren sehr gute Filme dabei. Und ich glaube, diese Filme hier haben alle so gezeigt, dass wir werden digital und wir werden nicht nur endlich digital, wir sind alle digital und Film ist ein Teil davon. Im Alleingang hat er dieses epische Werk, diesen Kurzfilm irgendwie erzeugt, was dann innerhalb von wenigen Tagen Millionen von Views erzeugt hat und einige Tage später dann auch noch ein Anruf aus Hollywood. Und jetzt hat er uns heute Abend erzählt, dass er aus diesem Universum, was er da geschaffen hat, demnächst einen Feature-Film machen wird, also eine Kinoproduktion. Und das finde ich einfach phänomenal. Speziell im Studium haben wir eigentlich immer Gruppenprojekte. Da das jetzt ein Solo-Projekt war, habe ich gedacht, ich möchte die Chance unbedingt nutzen, auch Science-Fiction zu machen, weil ich eigentlich schon immer Science-Fiction geliebt habe. Ich habe zunächst versucht, es im Rahmen zu halten, deswegen natürlich die Geschichte mit nur 2 Charakteren in nur einem Raum über die meiste Zeit. Aber ich habe mir von vornherein vorgenommen, mindestens 4-5 Minuten Film zu erschaffen, einfach weil dort erst so wirklich die Beziehung aufgebaut wird zu den Charakteren. Ich wusste, dass es ambitioniert wird, aber ich habe mich auch voll und ganz reingehängt und habe versucht, effizient zu arbeiten und habe insofern die meiste Zeit zum Beispiel am Charakter verwendet und weniger mit dem Raum zugebracht, weil der Raum einfach viel zweitrangiger ist als das Alien selbst.